So. Jetzt sind die Ohren wie immer frei geworden. Und jetzt wollen wir dann ganz gemütlich, wie sich das gehört, unsere traditionelle Hoprisit, die Sitzung der Prinzen und der Hofmarschälle durchführen. Und wie sich das gehört, kommt natürlich immer was dazwischen. Hermann Josef, du machst das ja auch wunderbar, deshalb begrüßt du schon mal und gefällt. Ehrenvollen Leute hier stehen. Oben ohne, so wie ich auch. Der Ferdinand hat ja noch was auf dem Oberdeck. Und es gibt auch noch welche, die was drauf haben. So. Bevor ich mich verhedder mit meiner Pläte unter der Mütze, lasse ich das lieber sein. Ne? Ja. Natürlich wollen wir als erstes, es fehlen die Oberbekleidungen, alles andere ist perfekt. Das erledigen wir jetzt und wir freuen uns, dass wir den Präsidenten des närrischen Oberhauses hier haben, unseren Theo. Und lieber Theo, du darfst als erstes natürlich unserem Ferdinand Extolität die Mütze verleihen und ihn offiziell mit aufnehmen. Lieber Fitti, Büttenmarsch für unseren Theo. Unser lieber Ferdinand, der passt so richtig gut zu uns. Wir waren ja in diesem Jahr schon bei dir ganz kurz einmal, durften einen kleinen Schluck bekommen und haben uns schon gefreut, dass du bei uns kommen wirst und mit uns zusammen feiern wirst. Aber ohne diese Mütze wird das leider nicht gelingen. Das werden wir heute nachziehen, dass du die Mütze bekommst, dann, dass du so ganz langsam bei uns ins Oberhaus hineinrutscht. Den letzten Schliff machen wir dann auf der Oberhaussitzung. Genau. Das Portemonnaie ist nicht so groß, dass er für alle eine Runde geben kann, aber bei uns macht er das dann schon. Oder meinst du, hast du große... Ich weiß ja nicht, oder hast du eine 3-Liter-Flasche dabei? Ich meine, das auch. Eine 3-Liter-Flasche hat ein Problem. Für einen ist zu viel und für zwei zu wenig. Also, ja,
beide schaffen lassen. Das schaffen wir doch. So, meine Lieber, hier stehen noch mehrere an der Reihe, die möchten gerne auch alle aufgenommen werden. Mir freut es, da ich ja auch noch einen Ruf habe. Hallo. Wenn ich euch auch noch begrüßen darf, da freut es mich, dass die Gruppe so groß wird. Wir beide ein bisschen kleiner erstmal einmal. So, jetzt bekommst du unsere Mütze erstmal verliehen. Unser Ferdi Heikmann, wir freuen uns sehr, dass wir dich bei uns haben. Ihr seid die richtigen Karnevalisten von echten Schrot und Korn natürlich. Ja, Korn darf man nie vergessen bei dir, Ferdinand. Denke ich auch immer dran. Du bist ja ein reiner Korntrinker, wie ich das weiß. Mit Wasser verdünnt geht das immer. Und ich hoffe, dass wir noch eine Treckertour machen und dann kriegen wir auch einen Korn von Ferdinand natürlich. Auch Hässling macht fröhlich. Ne? Wir freuen uns, euch bei uns zu haben und begrüßen euch natürlich mit unserem Beckumer Schlachtruf des Karnevals, mit einem dreifachen, donnernden, rollenden Rapsgerieb! 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 Aber ihr seid noch nicht entlassen, denn es gibt ja auch noch Frauen. Es gibt Ladies, wir haben gerade jetzt wieder in Amerika bei unserem Trump, der macht ja so, so, ne? Er ist ein toller Mann und auch da gibt es eine neue First Lady, genau wie bei uns. Also wir sind immer aktuell und up to date. Und damit wir auch die First Lady hier in diesem Kreise, damit sie nicht so alleine steht, begrüßen dürfen, bitte ich Irene Knappheide und Claudia Hässling hier nach vorne, denn Claudia ist die neue First Lady. Also ich war stolz, eine Tollitute zu sein, aber es ist auch sehr schön, eine First Lady zu sein. Und zu diesem First Lady Club, da begrüße ich dich jetzt ganz herzlich im Namen aller anderen First Ladies. Und wir haben keinen Orden, wir haben so einen kleinen Button und den möchte ich dir, geht's mit, anstecken. Genau. Mach das ganz gerne. Claudia Hässling, ein endliches Rumskrieg! Ja, eigentlich wollte ja Donald Trump heute Abend kommen, aber aus bestimmten Gründen kommt er ja nicht. Ne? Und dann soll er auch mit da bleiben, wo er ist. Ne? Genau.